Ein herzliches Grüß Gott vom YouTube-Kanal der Firmen Markenwelt Blechinger und der Automakler Markus Schott. Mein Name ist Ralf Blechinger, ich bin der Geschäftsführer der gleichnamigen Markenwelt Blechinger GmbH und wie in den letzten Wochen schon mehrfach gezeigt, wollen wir jeden Neuzugang in einem separaten Video nochmal genau vorstellen, um Ihnen den Zustand dieser Fahrzeuge zu zeigen und Ihnen die Entscheidung leichter zu machen, einfach mal auch vielleicht einen längeren Weg auf sich zu nehmen, denn wie Sie gleich sehen werden, es lohnt sich. Was haben wir hier neu hereinbekommen? Es handelt sich hier um einen Mercedes SLC 300. Wie immer fange ich mit der Präsentation vorne links im Frontbereich an. Wir gucken uns den Kotflügel genau an. Wir schauen auf die Spaltmaße hier. Ist das auch sauber? Sind denn Dellen, Kratzer am Fahrzeug? Stimmen die Spaltmaße überein? Und ja, weil wir natürlich auch jedes Fahrzeug von der Lackstärke her messen, können wir auch sagen, zu 99% das Fahrzeug ist unfallfrei. So wie hier jetzt bei diesem Fahrzeug, es handelt sich um den Originallack. Wir gucken uns die Felgen mal genau an. Das sind ja diese Bicolor-Räder, wo dann natürlich auch Beschädigungen sehr, sehr teuer sind. Ja, wie wir hier sehen, das Fahrzeug hier hat einwandfreie Felgen. Man sieht auch in der Bremse, es ist alles wunderbar. Wir gehen mal weiter rum, untersuchen mal die Fahrzeugfront. Gibt es denn hier irgendwo Steinschläge an dem Fahrzeug oder nicht? Meistens, wenn natürlich Fahrzeuge so viel Leistung haben wie dieses Fahrzeug hier, sieht man natürlich auch sehr, sehr viele Steinschläge. Hier bei diesem Fahrzeug ist alles okay. Es ist sehr, sehr schön, sehr gepflegt. Wir gehen mal weiter auf die Motorhaube. Schauen, ob wir hier auch in diesem Bereich Steinschläge finden, aber so wie Sie sehen, es ist alles einwandfrei, so wie es sein soll bei dem Fahrzeug dieser Kategorie. Ja. Das hier ist ein Staub, einwandfrei, sehr schön. Wir gehen weiter ums Fahrzeug. Schauen auch hier, gibt es Anfahrschäden, ist der Kotflügel vielleicht angeranzt, zerkratzt, verdellt. Und so wie wir hier sehen, es ist alles wunderschön, wunderbar. Schauen mal auf das Rad, auf die Felge. Auch hier sehen wir, gerade am Rad vorne rechts, keinerlei Beschädigungen. Wunderschöner Wagen. Wir schauen von der Seite, ob wir irgendwelche Lichtverwerfungen sehen, Dellen oder Kratzer. Und so wie Sie hier sehen, das ist alles einwandfrei. Ich gucke mir dann auch immer gerade bei diesen langen Türen die Türenkanten natürlich an. Gibt es hier etwas, was mit dem Pinsel ausgebessert wurde? Aber hier gibt es nichts zu sehen. Sehr schöner Wagen. Ja, Sie sehen auch hier hinten die Spaltmaße. Alles einwandfrei. Wir gucken das Rad hinten rechts genau an. So wie es sein soll.
Kein Kratzer, nicht angefahren. Sehr schön. Ja. Keine Kratzer an dem Stoßfänger. Auch an der Ladekante sieht man nichts, so wie Sie sehen. Nicht angefahren. Nichts eingedrückt irgendwo, wenn man mal dagegen gefahren ist. Hier ist alles einwandfrei. Wir öffnen mal. Die Heckklappe. Sie sehen, wir haben hier ein Panoramaglasdach mit drin. Das ist auch immer sehr, sehr gefragt bei diesen Fahrzeugen, wenn man dann geschlossen fahren muss. Hier alles wunderschön, da sind keine Kratzer dran. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja doch. Kofferraum sieht unbenutzt aus. Genau solche Fahrzeuge suchen wir. Wir suchen keine Billigfahrzeuge, wir suchen Fahrzeuge, die man mit gutem Gewissen weiterverkaufen kann. Wir suchen Fahrzeuge, wo einfach nichts dran ist. Wo man sieht, wo man erkennen kann, da hat jemand aufgepasst. Sie sehen es, es gibt keinen Kratzer, es gibt keine Dellen, die Felgen sind nicht angefahren. Sie sehen, es ist alles einwandfrei. Wir schauen uns auch hier, wie gesagt, an, gibt es hier irgendwelche Stellen. Hier spüre ich etwas Raues. Wir schauen mal genauer hin. Ich kann jetzt nichts erkennen. Gut, möglicherweise ist vielleicht der Klarlack hier etwas rauer, ich weiß es nicht. Ja, sehr schön. Keine Delle, nichts zu sehen. Fahrzeug ist ja hier auch mit einem Keyless Go System ausgerüstet. Natürlich auch, wie man sieht, dieser Totwinkelassistent. Wir schauen mal auf die Türverkleidungen. Ah, wir sehen schon Memory-Sitz, Harman Kardon, dann auch hier diese LED, das Ambiente-Licht, auch hier keinerlei Kratzer an der Türverkleidung. Wir gucken uns die Einstiege an. Da müssen wir das Chrom etwas polieren. Haben Sie das gesehen? Ja. Dann ist auch das hier makellos. Wir gucken uns die Sitze an. Schöne Ledersitze mit der Kontrastnaht. Wie neu. Airscarf mit drin. Ne? Also die Cabrio-Fahrer wissen das. Im März, die ersten Tage, wird sofort aufgemacht und lässt sich dann eben auch die warme Luft in den Nacken blasen. So, wir gucken uns mal das Cockpit an, näher an. Sie sehen hier, ich habe ja diesen Keyless Go. Mal weiter zurückfahren, sonst passe ich da gar nicht rein. So, wir schauen uns hier auch dieses schöne Sportlenkrad an. So, was haben wir hier? Kilometerstand.
sehen hier das Command-System. Getrennt regelbare Klimaautomatik. Mit dem Automatikwählhebel sehr schön gemacht, alles sehr hochwertig. Lederbezug, keine Kratzer, keine Löcher drin. Ja. Auch hier für den Beifahrer gibt es Sitzmemory. So. Muss ich schauen. Aha, hier haben wir noch Abstandsregeltempomat mit dabei. Super schön. Die Schaltpedals, gerade wenn Sie sportlich mal unterwegs sind und die Schaltpunkte eben selber setzen möchten. Ja, wir freuen uns jetzt schon auf Ihr Kommen. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen, dass das Fahrzeug tatsächlich einen wunderschönen Zustand hat. Und Markus Schott und ich, wir freuen uns auf Ihr Kommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald, Ihr Ralf Blechinger.